Also ein bisschen paranormal ist es schon dabei, wenn Hugo in Jimmy lebt. Das ist ja nicht normal. Das ist ja entweder haben die eine Psychose oder es ist irgendwie doch ein Geist. Es gibt ja so ansteckende Psychosen, das habe ich auch schon mal gehört. Da gab es ja vor einigen Jahren diesen. Ja. I know Hugo's your father, Jimmy. I found your birth certificate, and I know Rose tried to kill him. But she failed, didn't she? Then where is he now? Well, why don't you come and meet him? It's time I introduce you to the family, Maya. Hey, Familientreffen, die sind ja immer so toll. Geschichte erzählt. Aber es gibt ja dieses, es gab, habe ich eine Dokumentation gesehen, es ging da primär um diese Slenderman-Stechereien. Da waren da mal so zwei junge Mädels, die haben ihre Freundin abgestochen für den Slenderman, das war vor ein paar Jahren. Da hatten die auch eine geteilte Psychose, also eine hatte eine Psychose, also eine nachgewiesene, und ihre Freundin hat die quasi übernommen. Die hatte halt keine eigene so Psychose, die hat die übernommen von ihrer Freundin irgendwie. So komplett abgefuckte Geschichte. Wahnsinn, du bist jetzt schon dann gleich beim Showdown. Ja, oder? Was? Finale und deine Freunde befreien. Ah, die sind auch noch da. Ich dachte, die sind woanders. Ich dachte, die wären ganz woanders. Hab ich mir gedacht an die Freunde. Oh, warte mal, das Erdgeschoss. Ja, stimmt. Wir waren auf dem Weg Hotel. Ich dachte, die kommen nach. Ich dachte, die wären ganz woanders. Ich wusste nicht, dass sie mit dem Hotel sind. Waren das die Decke über den Kopf hatten in irgendeinem Zimmer? Wer ist in den Keller? Nehmen wir Party hier unten! Was sieht der? Hä? Warte mal. Ah, der hat die Schränke verstellt! Ich habe halt keinen einzigen Schlüssel. Hallo. Er ist eingesperrt. Habe ich das gut gemacht? Freude zum Retten. Oje, oje, oje. Die Geisterbox brauche ich ja jetzt nicht mehr. Viel Spaß ist dabei, das ist wirklich richtig hart, was jetzt kommt. Spiel speichert hier zum letzten Mal. Oh. Musst du deine Freunde retten, sollte mir dich fangen, heißt das Game Over. Okay. Sind die alle auf dem gleichen Stockwerk? Nee, ich glaube, hier sind zwei ganz hinten, müssten jetzt welche sein.
Und Jimmy ist jetzt sehr penetrant. Ich habe halt keinen Schlüssel. Doch, du hast 5 gekriegt. Ja, aber keinen, um Jimmy einzusperren. Mit 115, das ist 117. Oh, Jimmy, fick dich doch. Oh nein, hier ist kein. Irgendwas ticken, das finde ich auch nicht gut. Es war 104 war nicht dabei. Nein, das sind 105, ist auch nicht darunter. Und 10 war ja mein Startzimmer. Bei 101. Also an die Decke. Drück mal D. Macht D. D macht nichts. Ich habe halt so keinen Schlüssel zum Abschließen. Jetzt mittlerweile wäre ein Schlüssel für dieses Paddle. Er wird ja schlecht wieder den Schlüssel zurückgelegt haben. Ich habe die Trophäen auch noch nichts mit nichts benutzt. Es war so klar, dass du blöder Kerl da in dem Bad bist. Oh, die haben aber auch ein Gesicht hier rausgesucht. Ah, drückst du jetzt die Musik kurz weg, dann müssen wir besser hören. Ah. Okay. Warte, oder muss ich hier lang? Ne, ist die 1, da war ich gerade, da ist es nicht. Oh, jetzt auf dich als zu drehen. 106. 7, 8, 9, 10 ist wahrscheinlich hier hinten. Oh, jetzt hör auf, dich zu drehen. 9. 10. Ich hab einen gefunden. So laut, der ist jetzt hier in der Nähe. Get to the elevator as quickly as you can. Ups, nein, 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 nein. Go back, go back, go back. Hey, die läuft jetzt in die Arme. Ich hab sie umgebracht. Jimmy hat sie jetzt wieder. Oder ist das egal? Kann ich ja wegschicken. Ich hab sie jetzt direkt in Jimmys Arme geschickt.
Ja, anscheinend ist er vielleicht doch nicht mehr da? Oder ist jetzt mit unserer Freundin beschäftigt? Ich höre ihn aber auch nicht mehr. Wir müssen ja auch noch gegenüber. Hey, 211. Nee, 111. Okay, der lässt einfach vorbeilaufen. Get to the stairs as quickly as you can. Sie hat jetzt geschrien. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie die nicht doch öffnet. Warte mal. Wir haben jetzt die 100. Wir brauchen noch die 115 und die 121. Das ist der Stock. Nein, ich habe nicht durch den Schlüsselloch geguckt. Durch den Spion geguckt. Nein! Nein! Oh mein No. Okay, nochmal. Vielleicht sollte ich erst die 21 machen, weil die sind alle auf der anderen Seite. Ne, die 15 ist auch da drüben, okay. Die 15 und die 21 sind beide auf der Seite, okay. Ja. Ich weiß ja nicht, sie hat sehr laut geschrien. Wir werden sehen. Wir hoffen einfach das Beste. Sie sind einfach alle sehr, sehr sneaky. Die sind noch besser im Hardcore-Schleichen wie Jimmy. Get to the elevator as quickly as you can. Und sie hat sie nur erschrocken. Es ist ihm jetzt auch vollkommen egal, weil er so einen Hass auf uns schiebt. Oder er hat sich ja in uns verliebt. Das Feuer brennt ja auch in uns. Naja, dann, wenn er dich dann schnappt, bringt er sie dann um oder was passiert dann? Das habe ich irgendwie noch nicht ganz verstanden. Er kitzelt sie. Deswegen schreit sie. Die 115 und die 121 sind dann drüben. Wenn er sie kriegt, ja. Nee, ich hätte jetzt von der Freundin geredet, weil die auch schreit. Oh, du sollst sie wegschicken, nicht durch die umgucken. Get to the stairs as quickly as you can. Wenn die eine schickt sie zum Lift und die anderen zu den Treppen. Weiß nicht, ich würde die alle in die gleiche Richtung schicken. Guck, sie schreit. Guck, sie schreit, genau. Die da vorbei, ja. Guck, sie schreit, so funktioniert das. So funktioniert Optik. Optik kann man hören, seit neuestem. Und Wissenschaftler haben herausgefunden. Ich kann auch nichts hören. Ich kann nichts hören, ich kann nichts sehen. Ich hoffe, er ist nicht da. Ja. Oh Mann. Muss ich hier lang?
116. 117. Und 21. Ja, der hat sich echt in uns verknallt. Der hat nur noch Augen für uns. Andere interessieren ihn nicht mehr. Er ist loyal. Mir ist nicht für eine offene Beziehung zu haben. Ich rede nur wieder Scheiße. Get to the elevator as quickly as you can. Oh, direkt geschrien. Ich weiß ja nicht. Er hat sie ja weglaufen lassen. Er hat sie erschreckt und sie weiterlaufen lassen. Hat einfach keinen Bock mehr. Sag ich habe keinen Bock mehr auf dich. Schick dich weg. Leute, die 115. Ich kann nichts hören, okay. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich hoffe, er ist weg. Weiß halt nicht, in welche Richtung. Da nicht. Ihr Dash hinter dir. Ja. Hardcore schleichen. Der ist schon Bart, oder? Warte noch kurz ab, bis du ihn rufen hörst. Ist echt hart. Ja. Geht er irgendwann noch? Okay, er ist nicht im Bad, ich höre ihn. Er ist nicht im Bad. Ich lasse aber noch ein bisschen Zeit, bis er ein bisschen weiter weggeht. 19. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter. Ihr letztes oben im dritten Stock irgendwo. Get to the stairs as quickly as you can. Noch eine. Öffne Notiz die 303. Oh, ich habe die Tür zugesperrt. Nee, bitte mach die Tür wieder auf. Aber wie kriege ich den hier rein? Bist du wieder ganz leise? Ja, weil ich Ton ausgemacht habe, um zu gucken, ob er hört. Okay. Ich gucke, ob er hört. Ja, genau, es funktioniert so. Ich höre, ob er da ist. Ich versuch's zumindest. Ja, aber der eine Teil, der wird ein bisschen lauter. Intensiver. Ich kann es ja noch einbilden, aber ich bin ja. So dieses dumm lauter wird das Jimmy nennen hier. Es funktioniert irgendwie besser, wenn er nicht in dem Part. In den anderen Parts hat es ein bisschen besser funktioniert. Okay, der letzte Freund. Das ist da oben richtig beschissen. 303 war es.
So, jetzt haben wir den letzten. Müssen wir dann noch rauskommen. Ja, das Rauskommen ist halt scheiße, weil das auch eine richtig doofe Sackgasse ist. Get to the elevator as quickly as you can. Den Ausgang. Find jetzt den. Ja, der war im Erdgeschoss. Ich höre nicht. Nee, halt. Ja! Oh! Nein! Nee, die falsche Richtung gedreht, obwohl es hätte auch nichts geholfen, wenn er hinter mir steht. Wäre es dann nicht eigentlich sinnvoller, erst den Kollegen oben im dritten Stock? Ich hole erst den Kollegen oben im dritten Stock. Ich komme hier aus dem ersten Stock, glaube ich, besser weg. 303. Muss ins Bett morgen arbeiten. Ja, du hast mir echt sehr gut geholfen. Vielen, vielen, vielen Dank. Und dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Komm, jetzt geil. Und eine entspannte Arbeit morgen. So. Get to the stairs as quickly as you can. Okay, jetzt hat sie nicht geschrien? Ich höre ihn rufen. Ach, danke. Ich habe die Materialien sind an. Oh, welche Materialien? Das bin ich verwirrt. Er kommt. Oh, jetzt ist er gerade hier vorbeigelaufen. Jetzt kommt er doch garantiert hier rein. Oder auch nicht? Jimmy, was machst du? Willst du jetzt? Ja, nein? Nein? Ja, Kuss! Okay. Ich habe mich verklickt. Mir wurde die Entscheidung genommen. Pickaboo! Ich will das jetzt schaffen. Ich mach den dritten echt zuerst. Das ist da oben echt doof. Der da reingeht, dass ich zu. Du sollst da reingehen, jetzt nicht durch Schlüsselloch gucken. Ach, warte mal, ich bin doof. Da, ich muss erst aufschließen. Wunder mich, wieso geht er nicht auf? Komm, jetzt geil. Ich kann ja mal was probieren, wenn ich jetzt sie wegschicke, rufe und in andere Zimmer gehe. Get to the elevator as quickly as you can. Kann ich ihn einsperren? Wie lange bleibt er dann da? Der klingt relativ weit weg. Oh nein, ich bin schon wieder in der Sack. Ich bin genau in dieselbe Sackgasse wie vorhin gelaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, ernsthaft?
Krieg schafft das jetzt. Da oben ist halt das Ungünstige, das ist total bescheuert. Ist so eng. So ein kleines Stück. Das macht mir so viele Probleme. Digga, nicht durch Schlüsselloch gucken, geh jetzt da rein. Get to the stairs as quickly as you can. Diesmal schreit sie nicht, weil ich habe ihr Glück. Ich nehme es zurück. Sie schreit doch. Direkt hier. Ich muss. Oh, jetzt weiß ich nicht. Muss ich hier lang oder muss ich hier lang? Vielleicht muss da lang. Da, wo er lang ist. Komm dann nochmal zurück. Oh lol, gerade wollte ich. Krass. Ja, ich kann nicht zurück. Ich kann nichts tun. Danke. Jetzt wurde mir unter die Tür geschlichen. Keine Sorge, ich bin auch da. Ey, was ein Arschloch. Zweimal hat er unter der Tür gestanden. Wie so ein Kleinkind, hat sich runtergestippt und hier rausgeguckt. Das hat er bei mir ganz am Anfang gemacht und danach war bei mir vorbei. Da muss ich das Spiel ausmachen. So, Jimmy, mein Freund, bist du jetzt endlich von meiner Türe weg? Ich weiß ja nicht, ob ich links oder rechts gehen muss. Ich habe schon wieder vergessen. Das eine ist eine Sackgasse. Ich glaube, du musst nach links gehen. Scheint nicht mehr da zu sein. Sitz. Jetzt links? Nee. Scheiße, tut mir leid, das war falsch. Tut mir leid. Ich weiß gar nicht, ist er hier? Guck mal die 4 rein. Alter! Was glaubst du, wie er das macht? Krabbelt er dann auf dem Boden? Der krabbelt auf allen Vieren an die Tür. Ja, schon. Das, so stelle ich mir das vor. Ja, das Kindesalter nicht überschritten. Der krabbelt auf allen Vieren unter die Tür. Nee, ich muss hier lang. In diese Richtung. Och, Jimmy! Komm wieder von unten. Ich weiß nicht, wenn er ruft, ist er nah oder ist er, glaube ich, einfach weiter weg. Ich riskiere es jetzt einfach. Ich glaube, er ist einfach weiter weg, wenn er ruft. Ich hoffe es einfach.
Okay, das da oben, das war das Schwerste. Ja, also, es liegt alles so ungünstig. Also, war er wieder. Ja, hat er Pech gehabt. War ich erst ein paar Stunden. Ich habe ja auch einfach gar nicht gesehen gerade. Ich habe es nur gehört. Was ist denn leichter? Ich glaube hier die... Hallo? Würdest du... Danke. Ich glaube, die 100 Schilfstellen ist am leichtesten, oder? Weil du ja in alle Richtungen weg kannst. Wann war das 113, wo ich rein muss? Nee. Nee, die ist doch die 111 und die 110 und... 15, da haben wir's. Dann die 121 ist noch auf der Seite. Get to the elevator as quickly as you can. Weil die 11 und die 12 waren ja gegenüber. Wie der lacht, hey, oder? Wie so Clown. Ich höre halt nix. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Er ruft. Rufen ist, glaube ich, weiter weg. Ich weiß jetzt also auch nicht, wo die 121 sind. 20? Sieht gut aus, oder? Ja, dann war das hier der 121. 119. 119. Wo ist die 121? Dann frage ich mich nicht, wo die gerade ist. Die 120. Ich glaube, die steht daneben, oder? Die müsste ja irgendwo in der Nähe sein. Ja, die müsste hier irgendwo sein. Vielleicht in die andere Richtung. Weil ich höre ihn schon wieder so nah. Das gefällt mir nicht. Kommst du nochmal zurück? Er ist so nah. Wer ist eben? Sagt jetzt halt wieder gar nichts. Das ist ja so typisch. Ja, wenn die andere Richtung. Das Schlimmste ist, wenn man nicht weiß, ob der hinter der Ecke lauert. Ich finde das so schlimm. Ich glaube, du bist gerade an der 121 vorbeigelegt. Nee, das war die 15. 107. Ich weiß, dass du da bist. Ich hab dich gehört. Nach die Galli, hört die Trapsen. Bist du weg? Ich hab die 21 letztes Mal so schön gefunden. Ja. Und jetzt suchst du. Ich kann dir leider jetzt auch nicht aus dem Stegreif sagen, wo das ist. Was machst du da, Jimmy?
Es geht dann nach links und dann springt er wieder hoch. Ich warte, bis er ruft, damit ich weiß ungefähr, ob er weiter weg ist oder nicht. Ja. Er macht halt gar nichts mehr. Ja. Ei, ruf, jetzt okay, das war weit weg. Er ist weg. Nein, Sackgasse. Nee, die brauchst du ja auch, die hier. 11? 111. Ja, die brauchst du. Die 111. Die 110 direkt gegenüber brauchst du auch. Ja. Die 121 wäre nur alleine drüben. Ja. Dann brauche ich auch die hier nicht suchen, weil ich die hier nicht finde, weil die auf der anderen Seite ist von dem. Get to the stairs as quickly as you can. Ich habe die 121 gesucht, bin aber auf der falschen Seite. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, dass sie hier ist. Ich weiß es nicht genau. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Ja, die 110 ist drüben, die brauche ich auch. Jimmy, ja. Jimmy, bist du hier, bist du nicht da? Ich höre Schritte. Ist da. Er versteckt sich um die Ecke. Ich weiß ja nicht, ob das heißt, dass ich mich verstecken soll oder ob der einfach nur jetzt da hinten wartet. Er wartet da einfach. Okay, das ist weiter weg, oder? Das ist weiter weg. Hoffe ich zumindest, wenn ich jetzt eins. Hier oben ist leichter. Das heißt, oben war schwer. Die dritte Stock ist furchtbar. Get to the elevator as quick. Jetzt muss ich nochmal zum Fahrstuhl, weil ich auf die andere Seite muss. Und dann kann ich zurück. Hier hat einfach auch mehr Freiheit, der turnt hier mehr rum. Mhm. So, mein Freund, Jimmy. Bist du hier? Oben gibt's ja nicht viel, wo er sein kann, deswegen ist da oben ganz schön schwierig. Eng. Jimmy, rede mit mir. Bist du da oder bist du nicht da? Marco! Hallo! Jimmy soll das sagen. Wenn er ruft, dann weiß ich wenigstens ungefähr, ob er nah oder fern ist. Mhm. Es ist also ruhig, ich habe auch keine Geduld. Ich will nicht so lange warten, ich gehe jetzt raus. Wie Geduld verteilt wurde, war ich schon längst weg. Dann nochmal reinlunzen. War 21 war hier irgendwo. 18. Waren wir denn nicht vorhin schon mal? Ich glaube schon. Oh. Ah. Da. Die Musik wird lauter, das gefällt mir nicht. Get to the stairs as quickly as you can.
So, Jimmy, mein Freund, das Endspurt! Drück dir so die Daumen, dass du rauskommst, Schatz. Höchste Konzentration. Es wird nichts. Ja. Da ist er. Oh no. Ne, wir haben es auch gleich. Wenn es gut läuft, dann haben wir es gleich. Wir müssen nur noch raus. Ja. Der ist halt gerade hier lang gelaufen. Komm zurück. Warte erst, bis du ihn rufen hörst aus der Ferne. Das würde ich an deiner Stelle empfehlen. Jetzt kein Risiko eingehen. Ich kann es nicht versprechen. Ich werde es versuchen. Es kommt doch von unten. Und zu viel Ragul. Ja, das kenne ich halt auch. Wenn, also ich... Okay, er ist weiter weg. Let's go. Ich habe weniger Red Bull. Ich habe früher mal viel Monster getrunken. Ich weiß halt nicht genau mehr, wo der Ausgang ist. Ah, hier. Okay. Nee, schnell, 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 schnell. Ja. Mach ich klick so schnell. Ich hasse diesen Aufzug, habe ich ja schon erwähnt. Ja, hast du. Ins Erdgeschoss. Du hast es geschafft. Ich habe früher mal viel ich habe viel Monster Energy getrunken, das ist auch so. Und dann konnte ich auch nicht schlafen, weil es so hibbelig. Da ist ja auch Zucker und Energy ohne Ende drin. Zur Metalltür, die war, ich glaube, hier drin. Hör auf dich zu drehen. Das ist kein Karussell. War die hier? Nein. Nee, die war dann da hinten. Die war hier. Die Tür. Ich meine die Tür. Lass das schon, bitte spiel heute nicht. Geht ja auch nie. Klasse. Ey, alle Freunde. Ich weiß nicht, so wie die geschrien haben, klingt das nicht so? Aber hey, hier, wir haben es geschafft. Da. Und das in? Das sagt die Uhr. Warte. In? Knapp 6,5 Stunden. 6 Stunden und 27 hier. Minuten und. Das ist doch mal ein Speedrun. 6 Stunden. 6,5 Stunden. Yay. Oh, egal. Hey. Ich hätte nie gedacht, dass das so ein Heavy-Spiel wird. Ich dachte, das wäre halt so, ja, ein bisschen was mit Geister, ein bisschen auflösen, aber nicht, dass das so heavy wird. Ich wollte nicht spoilern. Das ist echt schwere Kost. Mhm. Maya. Maya ist weg. Maya! Maya! Stop! Why do you keep making me do these things? Please just stop. Please just stop it. You're always going to do it. Da haben sie mit der Glatze ein bisschen gepusht, dass ich voll die Ansätze von der Latex-Glatze da. Siehst Not du das? You. Aber sieht halt einfach lächerlich aus. Also siehst du einen Ansatz, wo er dann die Stirn gerade eben so gerunzelt hat? Hast du ja den Ansatz gesehen? Ja. Diese Klebestellen. Ah, die Frisur ist halt auch Bombe. Mhm. Oh. Jetzt ist er mit seinen Paras ganz alleine. Bis der nächste Gast kommt. Bitte habt keine Leute in euch stecken. Gerade nicht ungewollt. Das klingt falsch. Deswegen, da stand ja, in jedem von uns steckt jemand anderes. Ich habe ungern Leute in mir stecken. Das muss jetzt nicht sein. Ich habe so oft von meinem eigenen Spiegel erspielt, der Schrocken ist auch nicht mehr normal. Ich hatte früher so einen Schrank mit so einem Spiegel dran, so einem Ganzkörperspiegel. Wie oft habe ich mich davor erschrocken, dass ich einfach selbst am Spiegel vorbeilaufe? Zum Halbschlaf. Ich glaube nicht.
Da muss ich noch genauso viel üben wie du, vielleicht das Doppelte. Ich habe einfach auch nicht die Geduld dafür. Ich werde auch den Extremmodus nicht probieren. Das war mir schon genug. Das letzte Stück, allein die 5 Leute holen. Das ist schon ein interessantes Spiel, aber es ist halt echt heftige Kosten. Mhm. Das ist was fürs Grübeln. Und du hast es geschafft. Ey. Ja, da war ja halt wirklich einmal durch die Bank weg alles dabei. Gut, was jetzt? Ja, das war echt gut. War ein gutes Spiel, ein interessantes Spiel. Ich hatte am Anfang meinen Spaß, das Ende war ein bisschen frustrierend. Ich bin immer ein bisschen nervig am Ende. Aber jetzt hast du es geschafft. Yay. Gewonnen. Wir hatten keinen Rage Quit wie bei Five Nights at Freddy's. Nee. Ich habe das Spiel so oft gerage quittet, das ist nicht mehr normal. Gut, bei Five Nights at Freddy's, also Security Breaches, ist auch verbuggt ohne Ende. Ja, generell, gut, die sind nicht verbuggt, aber es ist Frustspiele. Guck dir mal das eine Video von Doofix an. Da siehst du, wie viele Bugs das Spiel eigentlich hat. Da hat er mit Absicht die ganzen Bugs irgendwie getriggert. Und das ist Wahnsinn, das darf eigentlich nicht passieren. Der Let's Player, wo ich auch geredet habe, der Speedrunner, der Spliff, der hat auch ganz viele Bugs gezeigt, auch so auch mit viel Hintergrundwissen. Es ist schon der Wahnsinn. Da hat Steel wohl halt echt nicht gut gearbeitet. Man kann es gar nicht lesen. Jimmys Geschichte ist eine theatralische und symbolische Darstellung von jemandem, der mit zwei gegensätzlichen moralischen Faden zum Kämpfen hat und soll keine wörtliche Darstellung der sehr realen psychischen Störung sein, die als DID gilt oder die soziale Identitätsstörung bekannt ist. Real DID ist eine belastende und schwächende Krankheit, die oft aber nicht immer mit Kindesmissbrauch verbunden ist. DID korreliert in keiner Weise mit unmoralischen oder kriminellen Verhalten. DID-Betroffene brauchen Mitgefühl, erfahren jedoch häufig Verurteilung oder Misstrauen. Normalerweise aufgrund von Missverständnissen in der Öffentlichkeit. Es war nicht unsere Absicht zu implementieren, dass Jimmy diese Störung hat. Wir akzeptieren voll und ganz, dass das Fortbestehen der Störungen betroffen Schaden fortschrittsbeständig. Wir entscheiden uns auch richtig für alle verurteilten Leiden und Schmerzen. Ich hatte das DID schon ein bisschen, aber ich hatte wirklich mehr, dass der halt wirklich mehr in die Schiene, natürlich Psychopath, das war ja klassisches Nähkästchen mit Pyromane, kleine Tiere gequält, aber auch mehr so in eine Schizophrenie. Da hatte man das ja auch, dass man so krasse Gegensätze hat. Halt jetzt, das ist jetzt halt komplett übertrieben gewesen. Ja, das ist halt auch ein Spiel, da kann man übertreiben. Aber schön, dass sie das dabei schreiben. Sie sind besser wie TikTok, wo die dann so tun, ja, wenn du das und das Syndrom hast, dann hast du das und das Krankheitsbild oder die und die Krankheit, was halt kompletter Schwachsinn ist. Ja.